Markus Stegmann, sportlicher Leiter von Viktoria Köln. Ihre Mannschaft befindet sich jetzt seit 2 Wochen wieder in der Vorbereitung auf die kommende Drittliga-Spielzeit. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Verlauf? Ja, insgesamt schon sehr zufrieden. Ich glaube, dass die Integration der Neuzugänge auf einem guten Weg ist. Hatten jetzt intensive Tage in Berlin, wo wir ein Kurztrainingslager abgehalten haben. Das ist natürlich immer gut, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, gerade am Anfang einer Vorbereitung. Verletzungstechnisch sieht es auch gut aus, bis auf David de Vita, der eben jetzt längerfristig mit einer Muskelverletzung ausfällt. Sind bisher alle gut durchgekommen. Trotzdem ist natürlich noch einiges zu tun bis zum Start. Sie haben anfangs die Neuzugänge schon erwähnt. An welchen personellen Stellschrauben haben Sie in der Sommerpause gedreht? Gut, es ist ja kein Geheimnis, dass wir nach der letzten Runde gesagt haben, dass wir zu viele Gegentore insgesamt bekommen haben, dass unser Fokus dieses Jahr natürlich darauf liegen muss, weniger Gegentore zu bekommen, stabiler hinten zu stehen, weniger zuzulassen. Dementsprechend haben wir natürlich auch gerade im Defensivbereich Leute verpflichtet, aber werden uns auch natürlich oder sind in allen Mannschaftszeilen auf der Suche nach Verstärkung gewesen und haben jetzt ja auch den einen oder anderen, denke ich, verpflichten können. Mit Marcel Risse haben Sie bislang Ihren Königstransfer getätigt, kann man denke ich schon sagen, wenn ein Spiel aus der Bundesliga in die dritte Liga wechselt. Wie kam es zu dieser Verpflichtung? Ich bin kein Freund von der Formulierung Königstransfer, bin ich ehrlich. Wenn eine Mannschaft ist immer nur so gut, wie sie als Mannschaft auch funktioniert. So wie ich Marcel Risse in den Gesprächen jetzt kennengelernt habe, ist ein absoluter Teamplayer, wird sich hier absolut einordnen und will hier durch Leistung überzeugen. Das ist unser Ziel. Das ist ein Spieler, der jetzt natürlich auch länger nicht gespielt hat beim 1. FC Köln und den wir jetzt auch nach und nach richtig fit bekommen wollen. Und dann sind wir überzeugt, dass er uns helfen wird. Ja. Welche Mannschaften sehen Sie in der kommenden Spielzeit als Favoriten auf den Aufstieg in die zweite Liga an? Ja gut, zunächst sind sicherlich die Absteiger aus der zweiten Bundesliga zu nennen, mit Wien Wiesbaden und Dynamo Dresden. Gerade Dynamo Dresden war natürlich auch sehr aktiv jetzt auf dem Transfermarkt, haben dann teilweise auch namhafte Spieler verpflichtet. Dementsprechend glaube ich schon, dass diese beiden Mannschaften den Anspruch haben, direkt auch wieder aufzusteigen. Dazu kommt sicherlich der FC Ingolstadt von den ganzen Möglichkeiten und von der Mannschaft her sicherlich auch mit dem klaren Ziel aufzusteigen. Dazu wird man sehen, wie der MSV Duisburg, finde ich schon, haben sich auch wieder sehr spannend verstärkt, mit richtig guten Spielern zuletzt auch. Glaube ich auch, dass sie unbedingt wieder aufsteigen wollen. Und wo landet die Viktoria am Ende? Wir wollen uns verbessern, wollen uns weiterentwickeln, wollen ein gutes Team werden und dann wird man am Ende sehen, wozu das reichen wird.